Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Da liegt ein Mann im Gras, der war wahrscheinlich müde. Ich weiß nicht, der verschandelt hier so ein bisschen die Gegend. Und das finden wir nicht gut. Oh, da war noch eine Kante unter der Kante. Ja, ist ja doof. Egal, wir wollten da drüben zu Madame. Und mit der reden, ich habe ja extra für die Staatskasse geräubert und dann, wo halt, sie hat mir ja Versprechen gemacht, auch wie sie mich schon anguckt. Hi. Cassandra, da bist du ja. Es lief gut, hoffe ich. Wenn das Volk von Delos erfährt, dass Podarkes den gesamten Schatz verloren hat, werden sie ihn in Stücke reißen. Du hast Athens Einfluss auf Delos geschwächt, Podarkes bloßgestellt und den Weg für einen Bund mit Sparta geebnet. Ich könnte dich küssen. Ja, gib mir einen Sparta-Kuss. Ich sehe nichts, was dich daran hindern könnte. Ach, du erfüllst mich mit Leben. Wenn du doch nur vor Thaletas nach Delos gekommen wärst. Warum könnten wir alle tot sein? Oh, das wusste ich nicht. Ich sag Thaletas nichts, wenn du nichts sagst. Du bist kühn. Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich sei nicht versucht. Du hast doch gedroht, mich zu küssen. Gedroht? Ich drohe nicht, Söldnerin. Ich handle. Na dann. Wir sollten vermutlich weiter. Sie werden bald nach uns suchen. Ich glaube, ich habe mich nie wirklich dafür bedankt, dass du hier bist. Du gibst uns Hoffnung. Ich gehe zurück zum Versteck. Doch wenn du so weitermachst, ist Podarkes so gut wie tot. Vielleicht kann ich doch Frieden finden. Cassandra, Cassandra, du alte schwere Nöderin, du. Uiuiuiui. So, darf ich vorstellen, Hades. Ist the end of the Podarkes, as you know it. Waffenruf. Der Weg. Thaletas. Kann ich den umbringen und dann seine Frau nehmen? Göttin der Jagd. Unentdeckter Ort. So viele Optionen über Optionen. Ich interessiere mich für den unentdeckten Ort hinter mir. Oh, das ist super. Gehen wir doch mal kurz dahin. Komm, können wir es ja mal gönnen. Wir haben jetzt schon direkt die Folge mit Story angefangen. Wir sind momentan gut dabei, uns ein bisschen Geschichten erzählen zu lassen. In letzter Zeit gar nicht mehr so viel Sinnloses durch die Gegend gerenne und Quatsch machen oder so. Konnte man sich jetzt gar nicht beklagen. Falls sich überhaupt irgendjemand darüber beklagt hat, weiß ich gar nicht. Und hier jemand? Ja, nein, vielleicht. Da wieder irgendjemand, lass das. Sinnlos Schätze in sinnlosen Ruinen versinnlost. Schiffswrack von Aya. Ist das dein Ernst? Ich stehe an der Felskante und deswegen kann ich nicht weiterlaufen. Ich schrie zwar die ganze Zeit das Wasser ins Ziel. Ja, jetzt hat sie gemerkt, dass sie schwimmen kann. Herzlichen Glückwunsch. 3, 2, hi. Ich finde das schön, dass ich das da drüben immer wieder angezeigt bekomme. Rochen. Also einerseits könnte man natürlich sagen, aller langsam weiß man es mal. Ist ja mal gut jetzt. Zeigt mir das nicht ständig an. Auf der anderen Seite bin ich in der Tat so ein Mensch, der sehr gerne permanent was hieß hier mit durchsuchen. Was ist denn hier was mit durchsuchen als? Und dann doch wieder nicht. Zu mich verscheißern. Hä, so war. Nicht wirklich für Scheiße. Was wollte ich sagen? Also jemand, der großer Freude immer gerne die Steuerung vergisst. So, jetzt habe ich mich so lange damit aufgehalten, weil der da als irgendwas angezeigt hat, dass ich mich jetzt echt mal beeilen muss, hier wieder rauszukommen.
So. Schwimmen unter Fischen. Immer wieder schön. Na gut. So, jetzt ist die Frage, welche der unzählig vielen Missionen nehmen wir denn jetzt mit? Was machen wir denn? Jetzt gehen wir für die Gute auf die Jagd hier, oder? Das ist sehr nah, oder wir gehen einfach mal zu dem darüber. Cassandra war im... Achso, das ist die Nummer gewesen. Das ist dieser komische Spartiat, der jetzt Bock darauf hat, dass wir hier noch ein bisschen escaladen. Ich würde jetzt, glaube ich, wirklich mal darüber gehen und gucken, was der Kollege Palimpalam dazu zu sagen hat. Theatrales oder wie der jetzt so genau hieß. Und vielleicht können wir ihn ja aus Versehen umbringen und dann seine Frau nehmen oder so. Das ist, wäre ja jetzt vom Prinzip her erstmal nicht so verwerflich, sage ich mal. Also für die damalige Zeit. Heute würde das ja einen Haufen Moralapostel auf den Plan rufen, aber damals könnte man halt auch schon mal so ein bisschen, gut, klar, gab es damals auch sehr viel mehr Mord und Sklaverei und andere, unangenehme Dinge, aber ich sag mal, man muss sich im Leben auch einfach mal so ein bisschen mehr auf die schönen Dinge konzentrieren und, dann auch mal die ganzen Geschlechtskrankheiten vergessen und ignorieren und sich darüber freuen, dass es im Allgemeinen damals mehr Knickknack gab. Wir haben viele Brüder an die Athener verloren. Hallo. Ach, das ist... Wir leben noch. Ja, das hast du mir zu verdanken, mein Freund. Die Schlacht der 300? Leonidas hatte Glück, dass er so viele Männer hatte. Heute ehren wir die Gefallenen. Heute schicken wir unsere Feinde zu Hades. Kyra würde für ihr Volk kämpfen und sterben. Wir tun dasselbe. Wir kehren nicht heim, bis diese Inseln uns... Na, die Klappe. Reicht irgendwann mal. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, wo du meinen Plan doch für Selbstmord gehalten hast. Und deine Rede verpassen? Niemals. Athener halten Reden. Spartiaten geben Befehle. Ah, du willst dich doch jetzt... Das finde ich jetzt spannend. Stünde ich unter deinem Kommando, was würdest du mir befehlen? Dasselbe wie meinen Männern. Geschunden, blutig oder gebrochen. Halte dich nicht zurück. Ich halte mich nie zurück. Das sieht man. Ich spreche nicht vom Kämpfen. Ich weiß. Und ich bin versucht. Aber? Aber ich kam wegen Kyra her. Sie ist es, für die ich kämpfe. Im Moment. Nun, wenn du diese Inseln für sie gewinnen willst, brauchst du mehr Soldaten. Sie würden nie lebend ankommen. Die Flotte der Athener ist zu mächtig und unser Schiff liegt auf dem Grund des Meeres. Meins nicht. Du willst sie auf offener See angreifen? Ist das noch tapfer oder schon Wahnsinn? Die Adrastea und ich sahen uns größeren Gefahren gegenüber als ein paar Athener-Schiffen. Du kämpfst wie Achilleus, doch selbst du könntest nicht ihre ganze Flotte besiegen. Wenn ich genug Schiffe versenke, können die Spartaner durchbrechen. Da ist noch etwas. An Bord meines Schiffes ist noch ein Helm. Der meines Vaters. Ich habe deinen Helm bereits. Ich versenke die Schiffe. Aber wegen des Helms kann ich nichts versprechen. Der Helm deines Vaters scheint dir viel zu bedeuten. Das tut er. Er barg ihn von der Leiche seines Vaters nach der Schlacht bei den Thermopylen. Das Meer ist ziemlich groß. Wo genau ist dein Schiff gesunken? Irgendwo vor der Nordküste von Mykonos. Wir sahen die Festung Miltiades, als wir an Land schwammen. Du bist lange genug hier. Wie viele Schiffe schützen Delos? Mehr, als du versenken kannst. Wir müssen nur ihre Patrouillen ausdünnen, sie in Unordnung bringen. Die Haie sind dick und rund, wenn ich fertig bin. Machen wir keine Panik, Junge. So, das ist natürlich mega schlau.
nicht nur sich an die Frau ranmachen, sondern an ihren Typen auch ranmachen. Sondern kann sich keiner beklagen, dass der eine den anderen betrügt, wenn einfach beide mitmachen. Ach, das waren schönere und einfachere Zeiten damals. So. Dann komm mal her, mein schönes Schiff. Wir müssen Athena versenken. Das tun wir doch so gerne. Da möchte ich doch in der Tat versucht sein. Höp. Hallo Freunde, seid ihr fit? Ich will mich prügeln, macht ihr mit? Setzen wir die Segel! So, dass du wieder da bist. Man erkennt Athena Schiff an ihren blauen Segeln. Ja, das ist bekannt. Ich habe schon 1, 2 in meinem Leben gedingst. Du musst aufpassen, dass es nicht das falsche Blau ist. Vielleicht hätte man auch sagen können, die blauen Segel mit den Eulen, weil... Ich weiß nicht, was das andere Blaue da gerade noch ist. Ich weiß nicht, was die da drüben machen. Was ist das für ein... Ah, das sind beides Eulen. Wir sind hart am Wind! Ja! Versenkt euch gegenseitig, ihr Debo! Spannst die Bögen! Hast du gedacht, hä? Und fahren die in uns rein? Kann es sein, dass sie dumm sind oder sowas? Willst du mich verarschen? Nur weil du ein buntes Mützchen hast oder was? Ich glaub's doch selber nicht. So. Jetzt seid ihr Futter für die Haie, Athena. Stella! Bereit halt! Ja, komm. Eigentlich wollte ich noch die mitnehmen, weil die hatten so einen gelben Kringel um den Dings. Und da dachte ich, da ist bestimmt mehr zu holen als bei dem anderen. Das ist das. Wer ist bei euch der Boss? Wer will auf die Schnauze? Ach du! Tschüss!
Hat jetzt nicht so viel gebracht. Oh, scheiße Füß. Das lässt euch grüßen, Athena. Abschaum. Ich finde das so schön, dass wir uns so einig sind, wen wir mögen und wen nicht und so. Da hinne. So. Bögen bereit machen. Das ist ein größeres Schiff, das können wir aber auch so. Eigentlich. Ja, da ist jetzt der Kleine im Weg. Erhöht das Tempo! Der Hura! Was hat das für Sand am Meer? Wir segeln so schnell es geht! Rüsten auf Position! Sie glauben, sie könnten sich wehren. In die Welt. So, das war einfach. So, wer ist bei euch der Babo? Du bist der Babo. Dann haust du schon mal direkt ab. Tschüss. Ah, du bist noch ein Babo. Dann haust du auch ab. Oh. Ah, okay, aufs Nachbarschiff. Ich liebe diesen Spartiatentritt, der ist so nice. Der ist so schön. Gerade auf den Chips kämpfen. Weil die, sobald die halt im Meer sind, sind sie quasi kampfunfähig gemacht. Hoppla. Ja. Können nichts mehr. Ach so. Ja, dann zerstören wir halt noch ein paar. Ja, der war richtig on point. Du rammst mich nicht, mein Freund. Das Spiel kenne ich. Ich weiß nicht, wie das geht. Da brauchst du mir gar nicht kommen mit. Alle. Bereitheit zum Feuer. So. Die See ist mir zu stürmisch. Ich kehre jetzt mal nach Hause zurück. Aber wir haben ja noch mal einen mitgenommen.
kann sich ja jetzt keiner beklagen, dass wir uns nicht Mühe geben würden oder so. Ja, Entschuldigung, du musst wieder ausruhen, halt vergessen. Dass wir so ein bisschen aus der Strömung hier vom Sturm rauskommen. So. Hier ist die See wieder ein bisschen ruhiger, hier können wir wieder ein bisschen entspannter schippern. Da treibt etwas! Mit wem? Wer mit wem? Ja, wo treiben sie denn? So, das war ja mal gar kein Problem, würde ich sagen. Dann gucken wir doch mal, was der Kollege in der nächsten Folge uns noch Schönes zu sagen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Tag noch. Tschüss.